Kreuzheben ist nicht sicher, wenn dein Rücken gerade aussieht, sondern wenn die Lendenwirbelsäule in Neutralstellung verankert ist und über den gesamten Bewegungsablauf in Neutralstellung verankert bleibt. Das heißt, dass die Bewegung nur aus der Hüfte und eventuell aus den Sprunggelenken erfolgt. Und wie du dich am besten hinstellst beim Kreuzheben, stellst du danach ein, in welchem Winkel deine Hüfte am beweglichsten ist. Nach vorne, leicht zur Seite oder ganz zur Seite, und dann stehst du entsprechend konventionell Sumo oder Semi-Sumo, außer du bist, und das ist bei fast niemandem der Fall, in jedem Winkel sehr beweglich. Oder du möchtest das Risiko in Kauf nehmen und zum Beispiel zwangsläufig konventionell vom Boden heben. Als kleinen Bonus zeige ich das Ganze jetzt nochmal anhand meines Conventional Deadlifts im Vergleich zu meinem Semi-Sumo Deadlift. Und zwar, wenn ich jetzt Neutralstellung, die Neutralstellung finden wir nur im Stehen an die Bar gehen. Beine durchgedrückt, Po durchgedrückt, Luft gezogen, die Hüftebeuge, bin ich hier am maximalen Anschlag. Tiefer komme ich, weiter komme ich mit der Hüfte nicht. Ich kann es mit den Beinen noch tiefer, komme nicht weiter an die Bar. Wenn ich jetzt nicht die Sprunggelenke vorschiebe, um in die Hantel zu kommen, muss ich den Rücken beugen. Dieses Stück erfolgt nur aus einer leichten und vielleicht auch komplett harmlosen Flexion der Lendenwirbelsäule. Vielleicht ist aber auch ein Segment komplett offen, der Bandscheibe, es werden keine Schenkelkräfte mehr abgeleitet, die werden komplett auf die Bandscheibe, und bei etwas Pech fliegt er mir um die Ohren. Deswegen im Vergleich der Semi-Sumo-Deadlift, wo ich die Hüfte etwas besser öffnen kann, Beine durch, Po durch, keine Bewegung in der LWS. Komplett sicheres Heben. Deswegen hebe ich, wie ich hebe. Und deswegen solltest auch du deine Deadlift-Technik an deine Anatomie anpassen. Wenn du deine Kreuzhebetechnik perfekt an deine Biomechanik so eingestellt bekommen möchtest, dass es sicher ist oder so sicher, wie es möglich ist, dann kannst du mich gerne fragen. Das ist eines der ersten Dinge, die ich im Elite-AP-System mit dir tue, damit du dein volles Kraftpotenzial entfaltest, gesund bleibst und deine Leistung aufs nächste Level hebst. Bei Fragen schreib mir, und sonst viel Spaß beim Training. Bis zum nächsten Mal.